Als ich den gewaltigen Raum der ehemaligen Jesuitenkirche in Aschaffenburg betrat, war ich wirklich überwältigt von der Kraft dieser Bilder, die mich hier empfingen. Es sind Gemälde von Bernd Zimmer, der sich seit Jahren mit dem Thema Natur und die Natur geweitet auch zum Kosmos auseinandersetzt und das in seine Bilder einfließen lässt. Das ist für mich fast eine Identifikation des Künstlers mit seinem Werk und genauso empfinde ich es als Betrachter. Ich identifiziere mich total mit diesen Arbeiten, ich tauche ein. Und das finde ich ganz besonders wichtig vielleicht, um diese Bilder verstehen zu können. Man muss in die Bilder einsteigen, man muss sich mit ihnen identifizieren, man geht in ihnen auf. Das ist natürlich ein Gefühl, was bereits die Expressionisten Anfang des 20. Jahrhunderts wollten. Diese Identifikation von Leben, von Kunst, von Natur. Ich bin gebeten worden, mir hier ein Bild auszusuchen und kurz was dazu zu sagen, was mir besonders gefällt oder liegt. Und ich muss sagen, das war das Schwierigste von allem, denn jedes Bild auf seine Weise hat eine große Faszination, ich möchte sagen, eine Magie. Ich habe mir jetzt dieses Gemälde ausgesucht, es heißt Magic Tree. Ich muss dazu sagen, ich habe den Titel des Bildes erst danach gelesen, Magic Tree. Und dieses Magic ist genau das, was ich empfinde. Wir haben die Assoziation eines Baumes. Der Baum wächst heraus, es könnte ein See sein, auf einer kleinen Insel stehend, vor einem Nachthimmel. Aber dieser Baum explodiert auch zugleich. Er setzt sich fort, für mich sogar ins Weltall. Und die Serien, die Bernd Zimmer malt, die betreffen einmal die Natur auf der Erde, aber auch gleichzeitig die Natur des Kosmos. Und auch hier das Bild, was daneben hängt. Ich könnte mir vorstellen, hier ist ein riesiger Meteorit, der irgendwo vielleicht auf die Erde einschlägt. Wir haben unten die Andeutung eines Horizontes. Es muss aber auch nicht sein. Wir können unsere Fantasie laufen lassen. Und ich bin auch an Gemälde der Romantiker des Caspar David Friedrich erinnert, der hat an den unteren Bildrand eine Rückenfigur gestellt, eine sehr kleine, und dieser Mensch hat dann in die Natur, in die Unendlichkeit, in die Transzendenz der Natur hineingeschaut und er wollte den Abstand zwischen dem Menschen und der Natur zeigen. Und Bernd Zimmer, der braucht keine Figuren mehr in seinen Bildern. In der ganzen Jesuitenkirche, in diesen vielen Gemälden, in den großen, großformatigen Gemälden, auch in den kleinerformatigen, finden wir nirgendwo einen Menschen, weil wir uns als Betrachter eben so identifizieren, dass es die Darstellung des Menschen, einer Darstellung des Menschen nicht bedarf. Ich halte diese Gemälde für großartig. Ich halte sie für solitär in der Darstellung von Landschaftsmalerei, von Natur im weitesten Sinne. Und diese Verbindung von Natur und Transzendenz bei Bernd Zimmer erfordert natürlich von Seiten des Künstlers eine Intellektualität, die aber nicht als solche rüberkommt. Es ist ein subjektives, ein ganz stark emotionales Empfinden, was uns bewegt, wenn wir in diese Bilder eintauchen. Dankeschön.